Hallo, schönen guten Abend, schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr seht, zu den Lucifer News aus Braunschweig. Ja, ich habe hier den Waggoma Tunnelbau, 122. Protesttag im Quirimer Forst. Für die Leute, die nicht so ambitioniert sind und wissen, was da los ist. Also bei uns wird ein Wald vernichtet oder soll vernichtet werden mit 60.000 Bäumen. Die Stadt geht über alle Verordnung drüber weg. Es wird gerodet, obwohl Brut- und Setzzeit ist. Man will die Grassler Straße sperren und will die Ortschaft Waggom, Bienrode, Hondelage im Prinzip abtrennen von der ganzen Sache und Krallenriede. Und die Bürger protestieren natürlich dagegen. Dann war mal ein Tunnel im Gespräch, der sollte gebaut werden. Das ist dann wieder vom Tisch, weil es ist kein Geld dafür da. Für die Bürger hat man kein Geld in Braunschweig. Und ja, am 122. Protesttag ist man losgegangen und hat eben angefangen, selber einen Tunnel zu bauen. Und ja, ich habe hier so ein bisschen Bild- und Videomaterial dazu und ja, ein paar Erklärungen dazu und Gespräche dazu, was los war. Es werden mehrere Teile. Und ja, ich wünsche einfach mal viel Spaß beim Ansehen und sage mal, Film ab, bitteschön. 122. Protesttag, Waggoma Tunnelbau, bitteschön.
Invasion auf Tiere. Tiere gibt es angeblich nicht. Angeblich hat unsere Naturschutzbehörde auch jetzt wieder vor dem Rot geguckt und hat kein einziges Tier gefunden. Genau wie beim Abholzen, kein einziges Tier wurde gefunden. Vorher, Firma Larich hat gesagt, Hunderte von Lebensgemeinschaften von Tieren, deswegen unter den höchsten Schutz gestelltes FHH-Gebiet. Das heißt, höchst schützenswertes europäisches Biotop. Und trotzdem, ein Wald ohne Tiere wurde absicherseits festgestellt. So, jetzt haben wir wieder den gleichen Fall. Es rückt also näher, dass hier eventuell Beton eingekippt wird in das, was früher Wald war. Wenn gerodet wird, dann fängt es an, betoniert zu werden. Dann rückt auch die Gefahr näher, dass hier die Grasslandstraße gesperrt wird. Dann rückt näher das, was im Masterplan so schön beschrieben wurde. Waggon und Bevenrode geraten in eine Hinterhoflage. Wie hinterm Bahnhof, dann hinterm Flughafen. Die sollen dann hier der Fußweg, der uns immer ans Herz gelegt wird, benutzt werden. Kopf an, Motor aus, heißt es im Moment in der Stadt. Wie bitteschön sollen Fußgänger zwischen Querung und Waggon hier überhaupt noch ohne Auto klarkommen? Hier kann nicht mehr Fahrrad gefahren werden und nicht mehr zu Fuß gegangen werden. Deswegen die einzige Möglichkeit, um das zu demonstrieren, symbolisch heute der Beginn, der erste Spatenstich, die Baustelleneinrichtung für den Waggomer-Tunnel. Aber man muss ganz deutlich sagen, es wird dieser Stadt, beziehungsweise nicht der Stadt, dem Rathaus nicht gelingen, einen ganzen Ortsteil oder zwei Ortsteile oder sogar drei abzukoppeln von der Stadt. Sollte das passieren, jede Baumaßnahme in Richtung Startbahnverlängerung, die jetzt gemacht wird, muss spätestens in einem Jahr, wenn die Karten neu gemischt werden, auch kommunalrechtlich, werden die Karten neu gemischt, dann wird eben ein Beschluss gefasst, um das wieder rückgängig zu machen. Das muss das Ziel sein und daran sollten wir keinen Zweifel lassen, dass eine dauerhafte Lösung ist es nicht, wenn ganze Ortsteile in eine Hinterhoflage geraten. Und deswegen gibt es zwei Möglichkeiten. In der Kommunalwahl andere Mehrheiten herstellen und den Beschluss rückgängig machen. Schade um das Geld, schade um die Natur, die vernichtet worden ist. Aber es geht nicht anders. Und zusätzlich wird es keine Ruhe geben, wenn wirklich die Idee ist, hier Ortsteile abzuschneiden und in eine Hinterhoflage geraten zu lassen. Deswegen beginnen wir jetzt mit dem Tunnelbau. Deswegen würde ich vorschlagen, jetzt die Baugerätschaft hier vorne sich positionieren. Walter Kagelmann ist der Oberbaumeister, der hat hier die Leitung, seine Anweisung ist Folge zu leisten. Am besten natürlich mit einer Besprechung mit den ganzen kleinen Baumeistern, die natürlich auch was zu sagen haben. Der Rest, der jetzt hier einfach so nicht nur irgendwie rumstehen soll, begibt sich in der Zwischenzeit in Richtung Baugebiet und macht eine Inspektion des Gebietes, welches eigentlich Wald sein sollte, Waldboden, wo jetzt gerodet wird. Also, wer hier mit der Baustelleneinrichtung zu tun hat, bleibt.